So, noch eine neue Aufnahme. Es ist heute der 19. September 2008 und ich habe wieder etliche Gründe, eine neue Sendung zu machen. Ein neues Video wollte ich das hier mit mir machen. Und wollte direkt am Anfang mal kurz eines loswerden. Ich habe mir in der letzten Zeit schon halt eben eine neue Begrüßung überlegt, ja, und sage schon explizit: Liebe Freunde, zum Anfang meiner Videos, ja? Das kriegen offensichtlich irgendwelche Leute einfach nicht in ihre Birne rein. Ich mache diese Videos für meine Freunde. Jeder, der ein Problem mit dem hat, was ich in den Videos sage, sollte sich diese Videos einfach nicht angucken. Worauf ich keine weiteren Antworten mehr geben werde, ist irgendwelche Kommentare in Bezug auf das, was ich mache, die dann damit zu tun haben, ja, bitte mal scheiter, keine Ahnung, also im Wortlaut ist es halt immer quasi, also mit dem Unterton, ne? Ich mache hier, was ich für richtig halte. Das ist das, was ich halt, und wer da ein Problem mit hat, der hat halt eben immer noch ein Problem damit, dass die Leute das machen, was sie für richtig halten. Vermutlich, wahrscheinlich auch ein Problem damit, das zu machen, was er selber für richtig hält. Und von solchen Leuten lasse ich mich hier nicht irgendwie zum Spinner abstempeln oder sonst irgendwas. Nennt mich, wie ihr wollt. Es wird mich nicht daran hindern, trotzdem das weiterzumachen, wo ich hier seit 4 Jahren dran am Arbeiten bin und das seit 4 Jahren lebe und wirklich gut damit lebe und letztendlich quasi einfach nur jedem zur Verfügung stelle, was ich weiß, wo sich jeder einfach nach Belieben von bedienen kann, wie in einem großen Laden, in dem man nichts bezahlen muss. Das, was man, mal ganz im Ernst, ihr fahrt auch nicht in Real und pisst euch dann in die Hose, weil da mehr angeboten wird, als ihr brauchen könnt, oder? Geht ihr dann auch zu der Geschäftsleitung und sagt, ihr drängt uns hier alle möglichen Sachen auf. Und da, mal ganz im Ernst, wäre es angebracht. Hier ist es nicht unbedingt nötig, weil, wie gesagt, wenn ihr mit dem, was ich sage, nichts anfangen könnt, ja, dann guckt irgendwas, beschäftigt euch mit irgendwas, verbringt eure Zeit mit irgendwas, womit ihr was anfangen könnt. Ja? So, das mal halt so, ne, als Anfang mal kurz eben mit erwähnt. Ich rede hier mit meinen Freunden und die fühlen sich auch angesprochen, können nach dem, was ich sage, was abgewinnen und gucken deswegen auch meine Videos immer weiter. Für die mache ich das hier. Für die anderen habe ich nichts zu machen. Die sollen sich, ne, kümmert euch um euren eigenen Mist. Ich frage mich, warum ihr so viel mit mir beschäftigt seid und dann nur noch negativ, wenn euer Fokus eigentlich auf eurem Leben sitzen sollte. Und ich lasse mir auch nicht erzählen, dass ich durch das, was ich hier mache, die Videos und insgesamt und buh, 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 ich kriege noch Geld vom Sozialamt. Und wie gesagt, das ist mir aufgedrängt worden. Das wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Mich als Sozialschmarotzer hinstellen zu lassen. Hier ist jeder eingeladen, hierher zu kommen, ein paar Tage mit uns zu verbringen und zu gucken, wie es hier wirklich abgeht. Der Manu war zum Beispiel jetzt auch seit Dienstag, 4 Tage war der hier. Das war eine sehr produktive Zeit, sehr wunderschön. Wir haben echt viel gechillt und es war einfach easy. Er kann jederzeit wiederkommen. Es war echt bombig. Hat Spaß gemacht. Danke, Manu, nochmal für die schöne Zeit hier an dieser Stelle. So, kommen wir zum Punkt, worum es hier eigentlich geht. Ich mache mir meine Zigarette an und, Entschuldigung, aber ich kann es gerade nicht lassen. Ich schlürfe dann jetzt auch nochmal selbstgefällig, wie man es mir gesagt hatte. Es ist kein Cappuccino heute, es ist Tee, Cappuccinos alle, aber ein leckerer Tee. Diese Möglichkeiten bieten sich mir. Würde ich die Möglichkeit nicht haben, würde ich keinen Tee trinken können und auch keinen Cappuccino. Ne? Heute kann ich kein Cappuccino trinken, aber ich kann Tee trinken, also trinke ich Tee. Ob du, die mir das geschrieben hat, das nun selbstgefällig finde, das liegt nun mal in deiner Interpretation. Da kann ich relativ wenig machen. Sonst mache ich mir zu allem Überfluss auch noch eine Zigarette an. Einfach weil mir danach ist und weil ich diese Möglichkeit habe. So simpel ist das. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Neuerungen auf der Bauris World. Ne, da haben wir in den letzten Tagen, hat sich hier ordentlich was getan. Also wie gesagt, wir haben mittlerweile erreicht, dass wir den Weltfrieden handfest in der Hand haben. Ja, der ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Hirngespinst, sondern er ist was Existentes, mit dem man arbeiten kann. Das ist sehr schön. Und um das ein wenig weiter zu pushen,
oder das Ganze nicht zu pushen, sondern es einfach zugänglicher für die Leute zu machen, gibt es seit Anfang der Woche eine Weltfriedenskarte auf der Bauchis World. Werdet ihr finden, wenn ihr ein bisschen auf der Bauchis World rumsucht. Das ist Zigarette ausgegangen. Das ist doof mit den gestopften Dingern. Aber den Luxus von automatischen kann ich mir leider im Moment nicht leisten. Kein Thema. Heul ich nicht wegen, sondern mache einfach nur das Beste draus. Ich habe halt Stopftabak und Hülsen, also mache ich sowas. Ja, und wenn ich ihn dreimal anzünden muss, ist dann auch egal. Die Weltfriedenskarte findet ihr im Nuera-Bereich, überall da, wo Weltfrieden ist. Und ihr findet es auf der Homepage, auf der Indexseite, eine gelbe Karte, wo drüber steht, tragt euch hier ein. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr automatisch auf die Seite, die damit zu tun hat. Da steht dann auch nochmal explizit drauf, alles, was ihr dazu wissen müsst. Vor allen Dingen nämlich zum Beispiel, dass ihr euch da nicht mit allen Informationen, die über euch preiszugeben sind, eintragen müsst, sondern ein Name, ein ausgedachter Name reicht und die Postleitzahl dahin. Dadurch seid ihr anonym. Also, ne, es sei denn, ihr habt eine Postleitzahl, die auf ein einziges Haus beschränkt ist. Ansonsten braucht da keiner irgendwas einzutragen. Ansonsten ist auch eigentlich nur noch die IRC und die E-Mail-Adresse, die man eintragen kann. Ich finde es übrigens sehr, also mittlerweile ist der Stand, glaube ich, bei 81. Glaube ich, haben sich schon 81 Leute eingetragen in der Zeit, wo das eigentlich noch nicht mal richtig beworben wurde. Das machen wir jetzt hier das erste Mal eigentlich offentlich kund und zu wissen tun, ne? Dass immer noch so knapp unter die Hälfte der Leute tatsächlich sich sogar da eintragen und ihre E-Mail-Adresse da angeben, was ich sehr bemerkenswert finde, weil diese Leute offensichtlich so sehr dazu stehen, dass sie den Weltfrieden wollen, dass sie noch nicht mal Angst haben davor, es offen auch zu zeigen und auch ruhig per E-Mail darauf angeschrieben zu werden und dass tatsächlich so jemand herausfindet, wer das ist, der den Weltfrieden will. Auf dieser Karte kann sich eigentlich jeder eintragen, der einfach nur sagt, ja zum Weltfrieden. Mehr Informationen dazu gibt es dann auf der Bauchis World, ist auch wieder zurückverlinkt. Hier geht es im Prinzip um nichts weiter, als einfach nur jedem die Möglichkeit zu geben, der sagt, ja, eigentlich möchte ich auch lieber im Weltfrieden leben, das auf dieser Karte durch ein kleines Pünktchen kundzutun. So, ne, und der Aufruf ist halt, lass uns diese Karte grün färben, einfach um den Leuten mal zu zeigen, was für eine Masse wir eigentlich sind, die da am Weltfrieden interessiert ist. Und die wird immer größer werden, weil eigentlich hat jeder Mensch Interesse daran. Bis auf halt die Leute, die vom Krieg profitieren. Nur das sind halt die wenigsten. Ne? Vor allen Dingen, die sterben in den Kriegen nicht. Ne? Die schicken halt ihre Spacken vor, um das für die zu erledigen. Schießt euch da die Köpfe weg und macht das für uns. So, und da habe ich schon mal auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Und warum soll ich das tun, wenn man das ein Gesetz vorschreibt? Werde ich es nach wie vor nicht machen.